Dieses Video wird gesponsert von Shop for Tesla, nachhaltiges Zubehör für deinen Tesla. Mit dem Code TESLACOO bekommt ihr 10% Rabatt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Hallo und willkommen auf dem Kanal die TESLACOO. Hier ist der Steven. Ich bin mal wieder in Weimar am Supercharger. Im Hintergrund seht ihr die Teslas laden. Und ja, Wetter ist toll. Bisschen matschig sieht das Auto aus. Also ein bisschen regnerisch, aber die Sonne scheint immerhin. Das ist gut so. Ich habe drei Themen heute für euch. Zum einen wirklich gutes neues Zubehör für meinen Tesla. Zum anderen, was ist passiert in der letzten Zeit? Und als drittes, was wird in der nahen Zukunft jetzt kommen? Also was habe ich jetzt noch so vor? Kommen wir gleich noch zum ersten Thema. Und zwar habt ihr sicherlich in den letzten Videos gesehen, dass ich immer vorher eine Einblendung hatte, sponsored bei To Be Fair bzw. Shop for Tesla. To Be Fair ist eine Marke von Shop for Tesla. Die Leute, die Nico Pliquet in seinem Kanal kennen, die kennen das natürlich. Das ist nicht irgendeine Marke. Das ist schon was Gutes, Durchdachtes, vor allen Dingen Nachhaltiges. Und ihr wisst, also Anfragen habe ich mehr als genug, Sachen zu testen, aber das meiste nutze ich nicht, weil ich nicht davon überzeugt bin. Ich tue wirklich nur die Sachen, für die Sachen Werbung machen, die ich auch selber gebrauchen kann, beziehungsweise wo ich selbst davon überzeugt bin. Das ist jetzt hier so eine Sache, wo ich seit längerem mal wieder gesagt habe, das mache ich, das gefällt mir, die Grundidee, dass da so viel, ich sag mal, Hirnschmalz dahinter steckt, dass das was Nachhaltiges ist. Die Gummimatten hier zum Beispiel made in Germany und zum gewissen Prozentsatz aus recycelbarem Material. Und der Nico sieht auch zu, dass das immer mehr wird, dieser Anteil. Und das gefällt mir sehr gut. Noch dazu ist es halt auch praktisch. Ich durfte mir ein paar Sachen aussuchen, die ich mir zuschicken lassen habe, die ich hier testen und behalten darf. Das sind zum einen hier diese richtig geilen Gummimatten. Da habe ich ja schon länger drauf geschielt, dass ich mal was Ordentliches, Vernünftiges reinbekomme, was auch wirklich ein bisschen wasserdicht, wasserabweisend ist. Gerade für das, was ich noch vorhabe. Ja, zum anderen habe ich mir dann zusenden lassen noch so einen Kantenschutz für die Ladekante. Sowohl für hinten als natürlich auch für vorn. Das zeige ich euch dann nachher nochmal im eingebauten Zustand. Und dann habe ich hier noch so ein Geheimfach für unter die Armlehne. Mal sehen, wie das so ist, ob das was bringt. Ich war neugierig, deswegen habe ich mir das mal zuschicken lassen. Ich werde das jetzt für euch alles einbauen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für euch. Wenn ihr das über meinen Link, der unten in der Beschreibung drin ist, bestellt, bekommt ihr mit dem Code TESLACOO 10% Rabatt. Ja, da müsst ihr nur auf den Link gehen und dann wird das automatisch schon eingebucht. An der Kasse seht ihr das dann, achtet dann drauf, dass es auch wirklich abgezogen ist. Ich baue das jetzt mal ein, dann zeige ich euch das mal kurz und danach quatschen wir mal über meinen Unfall, den ich hatte. Ja, und über das, was ich noch vorhabe. Ja, so machen wir das. Also ich weiß ja, dass viele von euch jetzt in dieser Zeit ihre Teslas ausgeliefert bekommen. Ist ja wieder Auslieferungshölle. Und viele fahren ihren Tesla jetzt auch länger und wechseln nicht mehr so oft. Und ja, tut eurem Auto was Gutes. Das war so teuer. Gönnt eurem Auto was zu Weihnachten. Guckt da mal rein in den Shop. Da gibt es dann natürlich auch noch viele, viele andere Sachen. Das blende ich euch auch mal kurz ein, was ihr da noch so kaufen könnt. Und ja, ich baue das jetzt erstmal ein und dann bis gleich. So, jetzt habe ich das mittlerweile eingebaut, die Gummimatten und auch den Ladekantenschutz und werde euch das jetzt mal zeigen, wie das aussieht. So, da fangen wir an mit dem Kofferraum und zwar habe ich die Matte heute schon mal benutzt und zwar habe ich heute früh drei Weihnachtsbäume abgeholt. Da war das natürlich optimal, weil schön in dieser Wanne hier, ich hoffe, dass ihr das jetzt eingefangen habt, dass ihr das richtig seht. Ja, müsste gehen. Haben sich schön die ganzen Nadeln hier gesammelt und hier ist ja an der Seite ist eine schöne Erhöhung. Also es ist schon, das ist schon wirklich top. Ich blende euch das mal ein, da seht ihr auch gleich nochmal, wie das ohne den Ladekantenschutz aussah. Ja, alle drei Bäume reinbekommen mit Umklapp natürlich und Decke vorne und ja, danach konnte ich schön die Kofferraummatte rausnehmen, ausschütteln, wieder reinpacken, fertig, wunderbar. So, und ihr seht schon schön, das ist, ich gehe mal auf die Seite, vielleicht besser. Genau, so. Hier seht ihr das schön, das passt
wie angegossen. Also es ist wirklich maßgeschneidert. Ich hatte ja schon einige Gummimatten, aber so maßgeschneidert, wie das jetzt hier ist. Ich gehe immer so lang, immer schön mit der erhöhten Kante. Das ist wirklich top. Das ist echt Qualität. Also ich mag ja Schnäppchen, aber noch mehr mag ich Qualität und am besten ist natürlich Qualität zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Da geht mein Herz auf. Ja, also ich würde sagen, die Kofferraummatte hat ihren Test bestanden für mich. So, und jetzt seht ihr hier nochmal den Ladekantenschutz, auch wenn mein Auto jetzt etwas dreckiger ist. Ja, das ist schon wichtig, dass das hier nicht zerkratzt wird. Gerade hier hat man dann natürlich immer den Kunststoff, der, wenn man was einlädt, sehr schnell zerkratzt. Und das ist schon robust, auch wieder passgenau. Sieht in meinen Augen edel aus. Gibt es, glaube ich, auch noch in anderen Abtönungen. Aber ich finde das jetzt so sehr praktisch und sehr edel. Ja, passt alles in allem hier hinten hervorragend. Bin ich sehr zufrieden. Habe ich eine gute Lösung, weil wir wollen ja noch ein bisschen dieses Jahr in den Schnee fahren. Und da ist es natürlich besonders gut, wenn man alles hier reinklatschen kann. Und da kann sich kein Wasser irgendwie, kann kein Wasser durchsacken. Das ist alles wasserdicht dann hier. Das wischt man einfach aus. Nimmt es raus, kippt aus, fertig ist der Lack. So muss es sein. Mal zu. Gehen wir mal zu den Fußmatten vorn. Auch hier seht ihr wieder schön. Es scheint natürlich die Sonne hier rein von der anderen Seite. So, hier machen wir so rum. Hier seht ihr wieder schön, wie das passgenau ist. Das passt wirklich exakt. Zeige ich das gleich mal auf der Beifahrerseite. Hier ist ein bisschen gegen die Sonne, das ist schwierig. Aber auf jeden Fall ist das eine richtig schöne Wanne hier. Da bleibt der Dreck drin. Ja, mal die Hand hier da vorhin so, dass die Sonne nicht dagegen knallt. Da bleibt der Dreck schön drin in der Wanne. Das kann man einzeln rausnehmen, auskippen, abwischen. Und das Auto ist immer schön sauber. Vor allen Dingen unten drunter alles wieder wie neu. Das ist top. Die Performance-Pedale gibt es übrigens auch bei Shop for Tesla. Genau, könnt ihr auch bestellen. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Beifahrerseite. Das ist natürlich genauso, ich habe ich schon benutzt ein bisschen. So, das ist natürlich genauso wunderbar, passgenau, aber wirklich exakt geht das hier über bis ganz hoch. So, und ja, das sieht gut aus. Das erfüllt seinen Zweck. Und hier hinten finde ich cool. So, guckt, genau. Hier hinten finde ich das gut, dass die Teil, das ist zweiteilig. Bei den anderen Matten war das immer einteilig, wenn ich das dann rausgenommen habe, mein Bruder übrigens auch, dann die ganze Matte auf die Länge rausnehmen, da war der ganze Dreck dann im Auto. Und hier, das ist zweiteilig, kann ich das einzeln rausnehmen. Hier kann dann übrigens auch mein Adapter von Scan My Tesla ist hier drunter, damit keiner drauf tritt. Das ist auch nochmal super praktisch. Ja, und ansonsten ist das wieder alles wunderbar passgenau. Also das ist wirklich top. Das sollte beim Y genauso gehen. Also so mag ich das. Das ist Qualität zum vernünftigen Preis, wie ich denke. Gut, dann haben wir noch die Matte vorne im Frank. Die werde ich jetzt noch einpacken. So genau, also vorne im Frank sieht das so aus, nackig halt. Und mal gucken, ob die Matte hier vorne auch so schön passgenau. Ich gehe mal mit der Sonne, nicht gegen die Sonne. Mal sehen, ob das hier auch so passgenau rein geht. Oh, das fällt ja quasi ganz allein rein. Das ist schon gut. Schön, habe ich endlich hier vorne auch eine ordentliche Matte drin. Auch hier habe ich jetzt den Schutz der Vollständigkeit halber. Den werde ich jetzt noch draufpacken. So, genau, hier ist er. Habe ich jetzt unten alles abgemacht, die Schutzfolie oben drauf und die, ja, von den Klebepads die Schutzfolie einmal einpassen. So. Dass alles schön genau ist, wunderbar. Hier ist noch ein bisschen Klebefolie dran. Das kann ich noch abpiepeln. So, aber ansonsten einmal festmachen. Edel, edel. Jetzt kommt die Sonne auch wieder raus. Sieht wirklich edel aus. Zusammen mit der Matte, das macht schon was her. Und vor allen Dingen solide, vernünftig,
ausgestattet. Kann ich mein ganzes Gedöns wieder reinpacken. Schon ein bisschen vorbereitet für meinen Trip nach Lappland, den ich jetzt im Winter noch vorhabe. Und jetzt schon mal ein bisschen anzuspoilern. So, alles wieder rein. Natürlich minus 60 Grad, muss schon sein. Dort oben kann es ja locker mal minus 30 Grad werden. Da wird das normale minus 30 Grad Zeug nicht viel bringen, denke ich mal. So, Ladekabel und Starthilfeset, wer weiß, wozu man es mal braucht. So, dann habe ich hier noch so ein, das kann ich euch mal mit reinpacken, Miniatur Car Air Pump. Also kann man dann über den Zigarettenentzünder sich selber in Luft nachfüllen. Weil gerade wenn es richtig, richtig kalt ist, geht schnell mal viel Luft verloren und dann zeigt er mal Fehlermeldung. Da kann ich mir das selber hier unterwegs nachfüllen, bin auf niemanden angewiesen. Das habe ich mir mal noch mit besorgt für kleines Geld. Was haben wir hier? Tesla-Quo-Nummernschilder. Dann habe ich hier natürlich noch einen kleinen Klappspaten, falls der Supercharger mal nicht zugänglich ist, dass ich mir das ein bisschen freischippen kann oder wer weiß, wenn ich mich festgefahren habe und so weiter und so fort. So, mein normalen Ladeadapter. So, alles wieder rein und fertig. Gut, machen wir zu. Ist zu, wunderbar. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir neue Ganzjahresreifen drauf gemacht, auch wenn die jetzt hier ein bisschen schmutzig sind. Das sind Ganzjahresreifen von Goodyear. Das sind die Goodyear Vector Four Seasons in der Generation 3. Die sind mit sehr gut getestet, mit ziemlich langlebig und ziemlich gute Nässeeigenschaften. Nässeeigenschaften finde ich immer mit am wichtigsten, weil die meiste Zeit des Jahres hat man halt Nässe, ne? Und also Übergangszeit, Frühjahr, Herbst. Und da ist der Sommerreifen nicht optimal, der Winterreifen nicht optimal. Da spielen die Ganzjahresreifen richtig ihre Stärken aus. Und ich habe mir die jetzt drauf machen lassen. Die Kappen kommen noch drüber, die Aero-Kappen. Wenn wir dann nach Lappland hochfahren, dass der Schnee da nicht so reinkommt, ist das, denke ich mal, ganz praktisch. Und da wollen wir das mal testen, wie die sich so machen dort oben im Extremtest, im ja, Tiefschnee, wie auch immer. Werden wir schauen, ob wir damit vorwärts kommen oder nicht. Ist ja nur Heckantrieb. Ja, die habe ich mir draufziehen lassen. Sind halt mit die am besten getesteten, kosten sicherlich etwas mehr, obwohl die Michelin war noch teurer, die ich vorher drauf hatte bei meinem alten Auto. Die, denke ich mal, sind noch ein bisschen ausgewogener, gerade oft mit besseren Wintereigenschaften mutmaßlich. Das werden wir aber testen, das erzähle ich euch jetzt hier, ich kann euch viel erzählen, wir testen das so. Und jetzt fahre ich aber erstmal rüber zum Supercharger und werde einmal aufladen, während ich euch dann die anderen Sachen jetzt erzähle, laden wir jetzt natürlich erstmal, weil ihr wisst, ich bin immer ein Freund davon, die Ladepausen sinnvoll zu nutzen und nicht zu verschwenden. Deswegen stecke ich jetzt erstmal einen Stecker drüben an und dann erzähle ich euch die anderen Sachen. So, das ist nämlich auch bitter nötig, weil ihr sagt hier, Batteriestand sehr niedrig, 1% nur noch und wie immer, alles knapp. Das kann man ja schon gut dosieren. Erstmal nachladen hier und dann erzähle ich euch den Rest. Zack. Dann bauen wir natürlich jetzt noch das Geheimfach ein, was ich hier noch habe von Shop for Tesla. Zeige ich euch das noch und dann erzähle ich euch den Rest. So, wir sind drei Autos hier am V2 Supercharger und er geht hoch auf, mal Finger hinhalten, das ist fokussiert, 53, 90, naja komm, 140 schaffst du noch. Nerv, obwohl der Akku war leer, der Akku war kalt, als ich hier hochgefahren bin. Trotzdem 120, er schafft es trotzdem. Bin ein bisschen flotter gefahren. Sind 9 Grad mittlerweile, ist nicht mehr so kalt. 138, das reicht mir. Gut, baue ich mir noch schnell das Geheimfach ein. So, genau, das kommt also ja in die Armlehne. Mal gucken, ob wir das eingefangen bekommen. Armlehne hoch. Und dann hat man hier so einen Freiraum. Und da kommt dieses Fach rein. Das wird dann reingeklebt. Das muss ich dann noch abmachen, die Klebe. So, da kann ich das schließen mit einer Hand und da kann ich Sachen drin verstecken. Erzählt das auch bitte keinem weiter, soll ja geheim bleiben. Muss ja nicht jeder wissen. Ne? Gut, dann mache ich mal die Klebeteile ab hier und baue das rein. Ja, das hat geklappt. Ist jetzt schön hier reingeklebt, versenkt ein bisschen. Das ist auch sehr passgenau. So, Klappe auf. Packe ich jetzt mal meine Ladekarten und Ikea-Karten rein. Zack,
Klappe zu und Geheimfach schließen. Findet kein Schwein. Ja, schön. Gut, Brille kann ich abnehmen. Noch zuschicken lassen habe, es sind diese To Be Fair Wagenheber-Pads. Hatte ich schon mal andere. Ich hatte immer das Problem, die waren so fest drin, entweder, dass ich sie kaum wieder rausbekommen habe zum Schluss oder eben zu locker, dass sie von alleine immer wieder rausgefallen sind. Liegt natürlich in der Natur der Sache, das fällt natürlich immer nach unten. Ist bei denen hier besser, wenn man sich für die magnetische Variante entscheidet, dann kann ich die ins Auto von unten in die Löcher rein stecken und die halten halt magnetisch von allein. Wieder sehr passgenau, sehr praktisch. Und damit habe ich dann auch meine Ganzjahresreifen aufziehen lassen in einer, sag ich mal, Hinterhofwerkstatt für kleines Geld. Und die kannten das natürlich gar nicht, wie man Tesla anhebt, dass man da aufpassen muss mit mit der Batterie, mit dem Akku. Die hätten das einfach irgendwie angehoben. Ja, geht vielleicht auch in vielen Fällen gut, aber das Risiko, wenn dann was passiert, ist mir zu groß, weil ich glaube nicht, dass die dann dafür gerade stehen. Und ja, ich habe dann das Problem an der Backe. Ist jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht wenig Geld, obwohl mit den 10% Rabatt geht es dann wieder. Sollte es einen aber wert sein, weil so ein neuer Akku, der kostet gleich mal ja weit über 10.000 Euro und von daher ist das gut angelegt. Was mir schön gefallen hat, dass ich das hier in so einer schönen Box habe, dass die nicht so doof rumkullern im Kofferraum, sondern schön klein und kompakt verpackt sind. Na, und wie gesagt, die magnetische Funktion, das ist top. Kann ich wirklich empfehlen. Genau, das waren jetzt so die Zubehörteile, die ich hier eingebaut habe. Und ja, wie gesagt, gönnt euch das jetzt noch vor Weihnachten, gönnt das eurem Auto, nehmt die 10% Rabatt auf jeden Fall mit. Ihr tut dem Kanal Tesla Crew natürlich auch was Gutes. Eine Kleinigkeit bekomme ich da auch ab. Vielen Dank dafür. Gut, dann kommen wir mal weiter zum nächsten. Was passiert ist? Also zum einen ist passiert, dass ich mir, wie gesagt, die ganze Ausreifen drauf gemacht habe für unseren Trip, den wir jetzt noch vorhaben. Ja, dann hatte ich leider, das ist jetzt schon ein kleines Weilchen her, einen Unfall auf der Autobahn, beim Auffahren auf die Autobahn. Das war weniger erfreulich. Da habe ich ja, mit einem Transporter geknutscht. Der ist mir hinten reingefahren seitlich. Schuld war ich allerdings daran, weil beim Einfädeln vor mir noch ein Auto gewesen. Und wir sind relativ flott draufgefahren, hätten wir locker geschafft für den Transporter. Auf einmal die Frau vor mir dann halt eine Vollbremsung gemacht und ist bis zum Stillstand stehen geblieben, damit ich ihr nicht drauf fahre. Musste ich natürlich ausweichen, sonst wäre ich ihr drauf gefahren. Und der Transporter hat es dann nicht mehr geschafft und hat mich hinten seitlich geknutscht. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Ich blende euch die Bilder ein. War ich natürlich erstmal geschockt danach. Ist dann so gewesen, dass ich die gesamte Stoßstange getauscht bekommen habe und das Seitenteil wurde dann halt ausgedellt, also die Delle wurde rausgemacht und drüber sicherlich gespachtelt, lackiert und so weiter. Das habe ich hier im Tesla Body Shop machen lassen in der Nähe von Erfurt. Das hat ganz gut geklappt. Ich war danach nicht so zufrieden mit dem Übergang zwischen dem Seitenteil und der Stoßstange. Das wurde dann aber kulanterweise nochmal nachgearbeitet. Das ist sicherlich technisch sehr schwierig. Das ist nicht so einfach, das, den Übergang hinzubekommen. Das bekommt ja nicht mal Tesla gut hin bei der Auslieferung, dass der Übergang super ist. Hundertprozentig wird man das nie hinbekommen. Zum einen ist es auf Kunststoff lackiert und zum anderen auf Metall. Und ich war aber dann am Ende mit dem Ergebnis vom Nacharbeiten soweit zufrieden. Damit kann ich jetzt leben. Schockiert hat mich natürlich der Preis von über 5.000 Euro, was ich natürlich zum Glück nicht alleine zahlen musste bei meiner Versicherung. Hook24 bin ich da übrigens, habe ich auch mal unten verlinkt, weil ich da wirklich sehr zufrieden bin. Die sind so kulant und so schnell in der Schadensabrechnung und die haben mir das echt leicht gemacht in den Stress, den ich da hatte, dass ich das alles gut abwickeln kann. Ich habe ja auch sogar eine Werkstattbindung und weil manche sagen, oh nee, Werkstattbindung mache ich nicht. Die Werkstatt ist der Tesla Body Shop. Die helfen mir beim Glasschaden von der Frontscheibe bis hin zu diesem Unfall jetzt. Alles wirklich super, deswegen verlinke ich euch das auch unten, weil ich damit zufrieden bin. Sonst würde ich das nicht tun. Und über 5.000 Euro halt. Ne? Ich habe zum Glück einen Schaden frei und nur 300 Euro Selbstbeteiligung gehabt. Da war das noch zu verschmerzen. Aber die Rennereien hatten wir ja trotzdem und kein Auto in der Zeit.
Das war so eine Sache, die war weniger schön. Zumal ich jetzt in Kürze sollen hier noch Aufkleber aufs Auto draufkommen. Das zeige ich euch dann bei einem nächsten Videos. Und das geht natürlich nicht auf frisch lackierten Lack. Das muss ich natürlich jetzt auch noch warten. Das möchte ich aber gerne vor unserem Roadtrip noch fertig haben, wo wir auch gleich zum nächsten Thema kommen. Ich möchte über Weihnachten nochmal hoch nach Rovaniemi zum Weihnachtsmann. War ich ja beim Nordkap-Trip, sind wir da ja vorbeigefahren, aber im Sommer fetzt das irgendwie nicht so im Weihnachtsmann-Dorf. Da war ja der Chris mit, der bleibt diesmal zu Hause und passt aufs Haus auf mit den anderen Familienmitgliedern. Und diesmal fahre ich mit meiner Tochter Anna, nämlich meine Anna mit. Und dann wollen wir mal zum Weihnachtsmann den mal den echten live sehen, im Schnee hoffentlich, bei minus 30 Grad hoffentlich. Und wenn alles richtig gut geht, sogar noch die Nordlichter sehen, eine Schlittenhundfahrt machen. Also das ist so dann mein Jahresabschluss. Mein Jahr war etwas stressiger als sonst. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass im Sommer nicht ganz so viele Videos kamen. Aber keine Angst, war positiver Stress, alles gut. Ich bin trotzdem froh, dass das Jahr zu Ende ist und das soll so ein kleiner Ausklang sein. Deswegen werde ich da jetzt auch keine mehrteilige Serie dazu machen. Ich werde natürlich trotzdem immer mal die Kamera auspacken und werde sicherlich ein kurzes oder ein kompakteres Video zusammenschneiden zu dem Roadtrip. Da möchte ich natürlich auch mal zeigen, dass ich jetzt weit fahren kann, weil immer so die Vorurteile, ich werde immer wieder noch gefragt von Kollegen, von Freunden, Bekannten, Nachbarn, Mensch, das Auto ist doch nicht für Langstrecke geeignet. Gut, das habe ich jetzt bewiesen, letztes Jahr nach Portugal runter zum südlichsten Punkt, zum westlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Dieses Jahr war ich am Nordkap, am nördlichsten Punkt des europäischen Festlandes. Also das braucht mir jetzt keiner mehr zu erzählen, dass man keine Langstrecke fahren kann. Selbst mit dem kleinsten Tesla, mit dem kleinsten Akku geht das problemlos. Das nächste ist, was immer die meisten sagen, ja, aber im Winter, da hat er doch keine Reichweite, da hast du nur noch die Hälfte der Reichweite und da kommst du doch, das geht doch gar nicht, das friert doch alles ein, der Akku macht doch dann schlapp. Das werden wir diesmal schön austesten. Ich hoffe wirklich bei minus 30 Grad auch mal. Ja, wahrscheinlich eher so minus 20. Schauen wir mal. Da nehme ich euch ja dann mit. Da gucken wir mal, wie winterfest so ein Tesla ist, vor allen Dingen mit Heckantrieb, na, und Ganzjahresreifen. Werden sicherlich jetzt einige schimpfen, verantwortungslos, und da müssen richtige Winterreifen drauf. Ja, das ist immer so die gängige Meinung, nur Winterreifen und Sommerreifen ist das einzig Wahre. Mittlerweile sind die Ganzjahresreifen so gut, dass die richtig, richtig, richtig gute Winterreifen sind und sicherlich im Sommer das ein oder andere, ja, ich sag mal, Nässeeigenschaften sind top, das habe ich selbst schon getestet, das ist ohne Probleme. Vielleicht verschleißen sie ein bisschen schneller, obwohl auch das jetzt besser sein soll. Also ich kann nichts Schlechtes sagen, so Ganzjahresreifen. Der Test, der jetzt noch aussteht, ist wirklich bei extremer Kälte, bei richtig fettem Schnee mit Hinterradantrieb da berghoch zu kommen und sowas. Und deswegen mache ich das auch mit, dass ich da jetzt die Tour nach Lappland nochmal mache zu Weihnachten. Und eingepackt habe ich mir Klappspaten, Schneeketten, kein Ding, keine Frage. Da müssen hinten auf die Antriebsachse natürlich Schneeketten im Fall des Falles. Und ja, ansonsten lassen wir uns da mal überraschen, ob so ein Elektroauto auch im Winter gefahren werden kann. Die meisten von euch kennen die Antwort, aber ich teste es trotzdem gern. Ja, das ist das, was ich jetzt noch vorhabe, diesmal ohne den Chris. Genau. Was haben wir noch? Ja, genau, das sind so jetzt meine Pläne und das, was jetzt bis jetzt so noch an Sachen passiert ist. Und dann freue ich mich natürlich auf den Roadtrip, auf den Jahresausklang, auf Weihnachten. Macht ihr euch auch eine schöne Vorweihnachtszeit? Ja, kommt alle mal ein bisschen runter. Ich auch eingeschlossen. Und wie gesagt, wer sich jetzt ein neues E-Auto oder wer, ich gehe mal hier rüber, die Sonne kommt jetzt gerade mir entgegen. Wer ein neues E-Auto jetzt ausgeliefert bekommt, muss kein Tesla sein, kann auch ein Roller sein, es kann auch ein Motorrad sein. Denkt dran, nochmal an dieser Stelle an die THG-Prämie. Da könnt ihr euch noch 400 € abstauben. Das sind nach wie vor, es war eigentlich meine Sommeraktion, diese 400 €, aber also Geld für E-Auto hat das wirklich gehalten, die Aktion. Es gibt nach wie vor 400 € garantiert für euch. Macht das über meinen Link unten und dann könnt ihr das in wirklich 5 Minuten am Handy beantragen. Das geht so simpel. Oder natürlich auch am PC, das geht genauso einfach. Und dann könnt ihr euch das noch für dieses Jahr sichern. Und im Januar dann schon wieder fürs nächste Jahr. Ne? Dann nehmt das mit, verschenkt das nicht, das steht euch zu und macht euch eine schöne Zeit. In diesem Sinne
würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert habt oder wenn nicht, noch abonniert. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Euer Steven. Ciao, ciao.